Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Und in dieser Folge möchte ich mit euch das vollenden, was wir in der letzten Folge, ja, angefangen haben. Dafür würde ich einmal sagen, gucken wir mal ins Inventar, denn in der letzten Folge haben wir einige Netherziegel abgebaut und natürlich auch ein paar Netherziegel-Treppen geschaffen. Und ich denke, da hinten kann man schon sehen, wo das hinkommt, denn die große Halle bedarf noch einer kleinen Korrektur, sag ich mal. Und das möchten wir natürlich jetzt zusammen machen und ich habe richtig Lust, das endlich zu vollenden, weil das so eine Aufgabe ist, die wir wirklich schon so lange hinter uns herziehen und wo wir eigentlich mal sagen müssten, okay, machen wir das einfach mal. Und ich freue mich schon sehr darauf, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Und bevor wir jetzt einmal richtig loslegen, hole ich mir noch einmal kurz meinen Nimbus 2000. Denn mit dem kommen wir am besten da hoch. So, Nimbus, so, perfekt. Und dann geht's einmal in Richtung, so, alles eng hier. Und dann fliegen wir einmal hoch auf unsere große Halle. So. Mir ist übrigens auch jetzt so eine Idee noch gekommen, die ich euch nochmal fragen wollte. Und das ist, wird jetzt hier wahrscheinlich so eine Art Community-Abstimmung. Und zwar folgendes. Mir ist aufgefallen, dass die große Halle von außen ein kleines bisschen zu kurz wirkt. Es kann sein, dass ich mich täusche, aber ich finde, sie wirkt ein bisschen zu kurz. Was würdet ihr davon halten, wenn wir die große Halle etwas länger machen würden? Das heißt, hier die Mauer einreißen und das Ganze ein bisschen nach hinten versetzen, also so in diese Länge ungefähr. Dann sieht das Ganze, ich zeige euch das nochmal vom Weiten, dass ihr da euch ein besseres Bild von machen könnt. So, schaut mal. Dann würden wir theoretisch noch ein paar Fenster ran machen und auch die Tische ein bisschen länger machen und das Lehrerpodest da ein bisschen nach hinten versetzen. Was würdet ihr sagen? Schmu oder realistisch? Ich persönlich finde nämlich, dass es ganz gut wäre, wenn wir das machen würden, aber ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt noch nichts machen, sondern erstmal warten. Das Dach können wir trotzdem anfangen, denn das würde bleiben, egal ob wir das jetzt nach hinten versetzen würden oder nicht. Deswegen würden wir da jetzt nicht irgendwie sinnlos weiterarbeiten. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was ihr davon halten würdet. Ich fange jetzt auf jeden Fall an. Hier haben wir auf jeden Fall diese eine Linie jetzt schon beendet, glaube ich, oder? Ich schaue mal kurz nach, bevor wir hier umsonst wieder alles machen. Nee, okay. Dann muss ich jetzt einmal hier ein bisschen aufteilen. So, dann schnappe ich mir einmal 3 Treppenstufen-Stacks und 3 Nether-Ziegel-Stacks. Und dann sollte das so einigermaßen funktionieren. Ich hoffe, ich erbaue mich jetzt nicht wieder 1000 Mal. Das war ja beim letzten Mal noch so ein Problem. Aber ich mache das jetzt hier einfach mal auf Nummer sicher. Wird das hier jetzt etwas langsam... Na toll. Weißt du, ich rede sogar schon dabei und sag so, ich mache das jetzt langsam und vorsichtig und verbaue mich bei dieser Ansage. Das wäre so, als würde Angela Merkel sagen, sie möchte den Alkohol verbieten und trinkt dabei ein Glas Bier. Wahnsinn. So, jetzt machen wir... Also, nee, okay, wir müssen das anders machen. Das ist jetzt nicht so der optimale Weg gewesen. Wir könnten das auch theoretisch so machen, dass ich hier immer... Jo, so ein auf Jumper mache. Nee, das geht auch schief. Gibt es hier eigentlich eine ultimative Lösung? Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht. Oder wir machen das so, dass ich hier so runtergehe. Ja, das sieht richtig aus. Nein, tut es nicht. So, und... Ja, was? Ach so, boah, ich dachte gerade schon. Okay, den Besen werde ich jetzt mal kurz oben parken. Der nervt nämlich sonst zu sehr. Na, kriege ich den jetzt hier geparkt? So, perfekt. Gehen wir jetzt einmal wieder nach unten. Und ich denke, jetzt habe ich aber die richtige Lösung gefunden. Machen das jetzt so, dass ich das Ganze hier so jetzt handhabe. Oh, da haben wir doch was vergessen. So, dann kommt das hier hin. Und dann springen wir hier hoch. Und dann kommt das so. Perfekt. Wunderbar. So, dann wird jetzt das nächste hier gemacht. Das ist jetzt, geht jetzt schnell. Da ziehen wir einfach nur lang. Das ist somit das Einfachste, was man sich vorstellen kann. So. Ich denke, man hört mir an, dass ich richtig happy bin. Wie soll ich auch nicht happy sein bei der Leistung, die momentan hier stattfindet und diesen ganzen Neuerungen, die hier passieren. Das macht auch mir extrem Laune und das motiviert mich natürlich auch extrem,
hier dran weiterzuarbeiten. Und das Projekt ist jetzt fast ein Jahr alt, Leute. Es ist noch nicht ganz geschafft. Es ist jetzt ungefähr noch, lasst mich nicht lügen, ja, etwas weniger als einen Monat. Und dann feiert Let's Build Hogwarts und generell Ducky Let's Play das einjährige Jubiläum. Dann bin ich ein Jahr hier und mache hier Schwachsinn. Seit einem Jahr quassel ich mir hier einen ab und unterhalte einige Leute. Wahnsinn. Also, ein Jahr, Leute, das sind 365 Tage, das ist ein Lebensjahr. Und wie viele Jahre lebt so ein Mensch im Durchschnitt? Das heißt, ihr habt mir quasi... Moment. Ja, gehen wir mal davon aus, dass ein Mensch um die 80 Jahre alt wird. Ja, dann habt ihr mir... Oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Ja, fast 2% eurer Lebenszeit geopfert, würde ich sagen, ne? 2%. Ja gut, das kann man auch nicht sagen, weil ihr seid ja nicht nonstop bei meinen Videos am Schauen, ne? Ja, dann ja doch etwas weniger. Dann wahrscheinlich doch wesentlich weniger. Aber trotzdem, so hört sich's einfach sehr schön an. Aber ich bin ja froh, dass wirklich teilweise Leute unter euch noch sind, die ich wirklich noch von Anfang an kenne. Es ist ja nicht so, dass ich hier ständig neue Leute sehe. Also es ist wirklich so, also manchmal kommen neue dazu. Das freut mich auch, weil dadurch sehe ich, dass die Community wächst. Aber viele, viele Leute, die ich in meinen Kommentaren sehe, sehe ich wirklich ständig. Das heißt, ich habe mir wirklich eine enge Community aufgebaut, die wirklich auch aktiv ist. Und zum Beispiel, wer mir da jetzt ganz, ganz, ganz spontan in den Kopf kommt und die wirklich immer dabei ist, die seit Anfang an dabei ist und wirklich die allererste Folge auch mitgesehen hat, war die Anna Kempkes. Das ist so ein Name, den werde ich nie vergessen, weil sie wirklich nonstop dabei war. Sie hat nie wirklich eine große Pause gemacht beim Schauen, also sie hat nie wirklich eine große Kommentarpause gemacht und hat immer wieder Kommentare gelassen und ja, da kann man wirklich sagen, einer der treuesten Abonnentinnen, die ich überhaupt habe. Aber... natürlich bewerte ich euch nicht danach, also mir ist es wichtig, dass ihr einfach Spaß an meinen Folgen habt und ob ihr jetzt oft dabei seid oder ob ihr jetzt vielleicht nicht ganz so oft dabei seid, das macht in meinen Augen jetzt nicht ganz so viel aus. Also es ist schon cool, aber im Grunde ist es doch nur wichtig, dass ihr euch überhaupt meine Folgen anschaut und dass ihr das überhaupt feiert, was ich hier mache, denn das ist bestimmt nicht selbstverständlich bei dem Schwachsinn, den ich hier ab und zu laber. Hier muss man echt sagen, Leute, also... es gibt Tage, da würde ich sagen, okay, da laber ich ganz gute Sachen, da komme ich auch relativ gut aus dem Quark. Aber es gibt auch so Tage, wo ich denke, okay, die Folge hättest du jetzt eigentlich auch sparen können. Hast du ja wieder nur Schmu erzählt oder hast du ja wieder deine Wortfindungsstörungen hier oder so. Und ja, das ist immer Unterschied. Da wechselt sich immer so ein bisschen ab. Heute zum Beispiel finde ich ja, bin ich wieder relativ eine Quasselstrippe, muss man sagen. Wir haben jetzt, warte, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben 21.17 Uhr. Und ich habe heute schon sehr, sehr viele Folgen aufgenommen, weil ich einfach richtig Bock dazu hatte. Und ja, war auch relativ viel am Schneiden. Ich muss ja jetzt noch ein paar Sachen nebenbei machen für den Kanal. Und ja, ich muss ja auch noch viel für die 200. Folge vorbereiten. Da möchte ich ja natürlich einiges raushauen. Ich habe ja schon einige Gedanken gemacht und schon einiges vorbereitet. Und ich kann schon jetzt sagen, viele von euch Abonnenten haben mir dabei geholfen. Und diese Abonnenten werden sich jetzt bestimmt angesprochen fühlen. Denn ich habe Hilfe von euch bekommen, von manchen von euch. Und ja, bitte jetzt nichts in den Kommentaren spoilern, damit die anderen noch ein bisschen überrascht bleiben. Aber ich danke euch auf jeden Fall für das, was ihr für mich getan habt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Aber mehr werde ich euch nicht erzählen, da müsst ihr warten, bis die 200. Folge von Let's Build Hogwarts stattfindet. Ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, es ist ja jetzt nur noch 15 Folgen. Und das geht jetzt bestimmt auch ziemlich rasant zu Ende, wenn man bedenkt, dass pro Woche 4 Folgen rauskommen. Ja, noch einen Monat kann man sagen. Noch einen Monat, dann haben wir es geschafft. Und dann sind wir tatsächlich im 200er Folgenbereich. Das ist echt Wahnsinn. Also wir kommen noch nicht an Gronkh ran. Aber ich habe ja schon am Anfang meiner Let's Build-Reihe hier gesagt, dass ich auf jeden Fall vorhabe, Gronkh mit seiner Folgenanzahl zu überholen. Und ich glaube, so langsam habe ich auch jeden Skeptiker überzeugt, dass ich das wirklich schaffen könnte. Hoffe ich zumindest, dass jetzt hier... also ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie am Anfang sehr skeptisch waren, aber dass sie nach einer Zeit, also mittlerweile, dass sie diese Skepsis verloren haben, weil sie einfach gesehen haben, dass ich das hier wirklich, wirklich durchziehe. Und ja, finde ich klasse. Finde ich klasse, dass ich wirklich Leute überzeugen konnte, weil es gibt manchmal so Leute auf YouTube, wo man sagen muss... ja, die haben auf einmal so eine Meinung, aber die behalten sie auch. Also dann sind die da wirklich voll drauf auf dieser Meinung. Die verlieren sie auch nicht mehr so schnell. Wenn man dann wirklich jemanden mal bei der Meinung umpolen kann, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt seine... okay,
Das war ungünstig, dass ich die Meinung von jemandem verändert habe. Das ist natürlich immer was sehr, sehr Cooles. So, jetzt muss ich aber einmal kurz schauen. Jetzt muss ich mich mal wieder hier hochbuddeln. Das darf mir jetzt nicht so oft passieren. Das ist nämlich immer eine sehr blöde Sache. So. Und je weiter nach oben wir kommen, umso anstrengender wird das. Mann. So, jetzt gehen wir einmal hier noch so nach oben. So, dann nochmal der hier weg. Dann nochmal so und dann nochmal der hier weg. Dann nochmal so, dann nochmal der hier weg. Und dann nochmal so. Perfekt. Traumhaft. So, und dann kommen jetzt hier wieder die Treppenstufen drauf. Oh, und es wird Nacht. Aber zum Glück kann man hier eigentlich mit diesem Shader Pack auch in der Nacht ziemlich gut sehen. Das ist ein großer Pluspunkt von diesem Shader Pack. Ups, da habe ich mich einmal verbaut. Wir müssen gleich mal gucken, wie viele Nethersteine wir noch haben. Ich hoffe, eigentlich hatte ich ja vor, dass das jetzt reicht, aber... Nee, das wird nicht reichen. Schade, da habe ich wohl wieder ein bisschen blöd geschätzt, würde ich sagen. Aber okay, ist ja nicht so wild. Wir ziehen das jetzt hier so weit durch, wie es möglich ist. Da machen wir bald noch eine kleine Farming-Tour im Nether und dann haben wir es aber auch geschafft. Und dieses Ding da hinten, das ist jetzt auch schon seit der letzten Folge da. Irgendwie despawnt das nicht. Komisch. Naja, soll's da bleiben. Mir egal. Und da ist der Weihnachtsstern. Ich dachte gerade, da wäre noch so ein Viereck. Ich dachte, ich werde jetzt hier irgendwie überrumpelt von diesen Dingern. Ups, jetzt habe ich mich wieder verbaut. Zack. Ich werde jetzt hier erstmal nur die ganzen Steinziegel verbauen. Die Treppen werde ich jetzt erstmal hinten anschließen. So. Dann werde ich die jetzt hier draufsetzen. Perfekt. So, wunderbar. Dann mache ich jetzt noch kurz die drei hier hin. Oder zwei. Okay. Und dann setze ich jetzt hier noch die Steinziegel hin. Dass wir hier wirklich auch alles verbauen, was wir mitgenommen haben. Ist ja jetzt nicht schlimm, dass wir die Treppen jetzt nicht alle so hundertprozentig hingesetzt haben. Gibt Schlimmeres. Okay, das war jetzt trotzdem ein bisschen ungünstig. Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. So. Ich habe auch nicht mehr so viele dabei. 56. Na komm, machen wir das so. Dann werde ich jetzt noch hier kurz diese 56 verbauen. Und dann haben wir das auch geschafft. Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Tour, die wir machen, alles schaffen. Also dann war es das endlich mit dem Dach. Dann haben wir das geschafft. Und irgendwann wird der Netherpalast auch abgebaut sein. Das heißt, wir müssen bald wieder auf die Suche gehen nach einem neuen Netherpalast, um dort die Steine abzubauen. Denn ich werde auf keinen Fall wieder diese Steine farmen. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir dann einen neuen Palast finden auf jeden Fall. So, jetzt hole ich mir einmal meinen Besen. Meinen Nimbus 2000. Der wartet ja schon da auf mich. So, dann geht's jetzt einmal nach unten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das macht doch auf jeden Fall schon mal einen ziemlich coolen Eindruck. Sieht gewollt aus. Und jetzt müssen wir eigentlich... Ja, das Außenprofil wird noch bearbeitet. Das ist natürlich noch nicht fertig. Also das, was ihr hier seht, ist noch lange nicht fertig. Hier wird auf jeden Fall noch etwas nach oben versetzt. Also ich zeige euch das mal kurz. Hier diese Pfeiler. So, diese Pfeiler hier werden noch ein bisschen nach oben versetzt. Also dass das ein ganzes bisschen höher ist. Dann wird das Dach auch ein bisschen niedriger wirken. Deswegen ist es auch richtig, dass wir das so hochgebaut haben. Das hat schon Sinn und Zweck dahinter. Und ja, das Schwierigste von allen wird das Dach vom großen Turm sein. Das wird die Hölle auf Erden. Das wird eine richtig krasse Sache, Leute. Und ich hoffe, dass meine Motivation reicht, um das Ding fertig zu kriegen. Das kann echt riskant werden. Aber ich hoffe, ja, ich bin guten Mutes, dass das klappen kann. Und ich hoffe, ihr seid das auch.
Und dann würde ich jetzt einmal sagen, ich stelle den Besen nochmal kurz hier vorne ab. So. Klasse. Na? So, perfekt. Der Besen wartet jetzt hier zum Glück. Und dann gehe ich jetzt einmal kurz schlafen. Und sage euch vorher auf jeden Fall nochmal alles, alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Like. Darüber freue ich mich immer ganz besonders doll. Und wenn ihr mir einen Kommentar schreiben möchtet, dann würde ich mich natürlich auch darüber sehr, sehr freuen. Weil welcher YouTuber mag keine Kommentare oder Likes oder Abonnenten oder, ne? Ist ja nichts Verwerfliches, ne? So. Ja, alles Gute wünsche ich euch auf jeden Fall. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und ciao, euer Dagi. Let's play. Tschüss.